Und wieder ist die Mitte der Woche erreicht. Ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen zur Ausgabe des Regionalmagazines am Mittwoch, dem 18. Juni. Folgende Themen haben wir heute für Sie vorbereitet. Durchgesetzt. Markus Bauer ist neuer Landrat des Salzlandkreises. Public Viewing. Green Line stellt Leinwand für WM-Fans auf. Und beste Qualität. Bäckerei Schwarz aus Biere feiert 120-jähriges Jubiläum. Natürlich möchten wir beginnen mit der deutschen Fußballmannschaft zur WM in Brasilien. Ein phänomenaler Sieg, welchen die Jungs am vergangenen Spieltag eingefahren haben. Wir waren bei der Greenline-Tankstelle, denn dort gab es auch Public Viewing und das sind die Bilder, die wir für sie eingefangen haben. Die Fußball-WM 2014 in Brasilien hat begonnen und es gibt sicher niemanden, der diese besondere Zeit allein verbringen möchte. Fußball verbindet, das dachte sich auch Greenline. Sehr zur Freude der vielen Fußballfans wurde auf der Terrasse eine große Leinwand aufgestellt. Viele Schönebecker nutzten die Möglichkeit, mit anderen Fußballbegeisterten das Spiel Deutschland gegen Portugal bei Greenline mitzuerleben. Natürlich werden auch die weiteren Spiele live auf Großwand und Fernseher übertragen. Schauen Sie beim nächsten Mal auf der Greenline-Terrasse vorbei. Wetterunabhängig und bei freiem Eintritt macht die WM doppelt so viel Freude. Natürlich drücken wir alle Daumen beim kommenden Spiel unserer deutschen Fußballmannschaft am kommenden Samstag. 120 Jahre auf dieses große Jubiläum kann die Bäckerei Schwarz in Biere zurückblicken. Am Pfingstwochenende lud sie zum Tag der offenen Tür und wir wollten noch einmal wissen, wie denn die Resonanz war, beziehungsweise was denn vielleicht das Geheimnis der Bäckerei Schwarz ist, warum der Kuchen und das Brot und die Brötchen immer so lecker sind. Seit vielen Jahren setzt die Bäckerei Schwarz aus Biere auf Genuss durch Qualität. Mit vielen verschiedenen Brot- und Kuchenspezialitäten trifft die Bäckerei garantiert jeden Geschmack. Am 8. Juni dieses Jahres wurde das 120. Jubiläum gefeiert. Viele Besucher nutzen diesen Tag, um einmal einen Blick hinter die Kulissen der Traditionsbäckerei zu werfen. Alle Beteiligten sind mit diesem Jubiläumstag mehr als zufrieden. Also das war für uns ein großes Highlight, Pfingsten, die 120-Jahr-Feier der Bäckerei. Da möchte ich mich auch auf diesem Wege ganz herzlich bei den vielen, vielen Gratulanten bedanken, die mit Blumensträuße ankamen oder kleinen Sachgeschenken, um so auf sich aufmerksam zu machen. Und besonders unsere Geschäftsfreunde und unsere Kunden möchte ich dabei hervorheben. Und dennoch einen besonderen Dank an unsere Mitarbeiter, die hier bei 35 Grad in der Backstube ihren Mann gestanden haben und das noch an ihrem freien Tag am Sonntag. Die Welt der Backwaren ist lecker und vielfältig, genauso vielfältig wie die Kunden und ihre Wünsche. Mit viel Sorgfalt wird auf die Vorstellung der Kunden eingegangen. Um jeden einzigen von der Backkunst zu überzeugen, wurden nach und nach Filialen in ganz Sachsen-Anhalt gegründet. Doch was macht die Bäckerei Schwarz so besonders? Also bei uns ist bestimmt das breite Spektrum. Wir haben ungefähr 200 Kuchensorten im Wechsel im Angebot, ja, 30 verschiedene Brotsorten, 30 verschiedene Brötchensorten. Das haben andere Bäcker vielleicht auch, außer vielleicht dieses breite Kuchensortiment. Und da muss man dazu sagen, dass die Rezepte beim Kuchen viel alte, überlieferte Rezepte sind. Ja, und das merkt man doch, dass das sehr gut beim Kunden angenommen wird. Nicht dieses, was es in jedem Supermarkt zu kaufen gibt, diese Industrieware. Ja, dieses Individuelle, wo wir stets und ständig auf der Suche sind nach neuen Ideen und das Althergebrachte nicht untergehen lassen. Am Ende des vergangenen Jahres wurde eine neue Filiale am Stadtfeld in Schönebeck eröffnet. Viele Kunden stürmten bereits am Eröffnungstag das Geschäft, um sich von der Qualität und Kundenfreundlichkeit überzeugen zu lassen. Obwohl die Filiale noch im Aufbau ist, sind alle sehr zufrieden. Ja, diese Filiale ist für uns ein Novum, da wir dort ein anderes Konzept ausprobiert haben. Wir haben dort 14 Sitzplätze, wir haben ein Kunden-WC, was ja auch wichtig ist, ja, können dort speziell Frühstücksangebot anbieten,
und haben auch für Kaffeetrinker nachmittags eben Sitzplätze parat, was auch zurzeit gut angenommen wird. Wir haben Außenplätze. Ja. Man muss aber dazu sagen, wir hatten einen sehr schlechten Start. Da die Kreuzung ja 8 Monate lang gesperrt war, ja, sind wir dort noch im Aufbau und müssen da eben noch sehr viel tun, um Kunden dorthin zu locken. Also es wäre schön, wenn die Kunden sich davon mal persönlich überzeugen könnten, ja, und dort mal kommen könnten. Mit diesem Jubiläum hat die Bäckerei Schwarz mal wieder bewiesen, dass die Zufriedenheit und der Genuss höchste Priorität hat. Und das kann man bei jedem Bissen schmecken. Bäckerei Schwarz, 120 Jahre Tradition, die sich auszahlt. An dieser Stelle kommen Sie die Kurznachrichten. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Wie das Sachgebiet Straßenverkehr mitteilt, kommt es zu einer halbseitigen Sperrung des Verkehrs in der Berliner Straße in Schönebeck auf Höhe der Hausnummer 41 bis 53. Aufgrund von Verlegungsarbeiten kommt es zu Verkehrsbeschränkungen und zur Sperrung des Fußgängerverkehrs im Gehwegbereich vom 17. April bis zum 30. Juni 2014. Es wird um Beachtung und Verständnis gebeten. Als Würdigung der solidarischen Hilfe während der großen Flut übergab Joachim Schulke am 17. Juni dieses Jahres die Fluthelfernadel 2013 des Landes Sachsen-Anhalt an Werner Otto Bär. Der Bürger der Stadt war im Juni des vergangenen Jahres in Schönebeck im unermüdlichen Einsatz und übernahm eine Deichwache. Auf den Fotos erhält der Einzelhändler in dritter Generation die Fluthelfernadel in seinem Familiengeschäft. Werner Otto Bär bedankte sich herzlich für die Auszeichnung und die gute Betreuung und Verpflegung während der Hochwassertage. Das Sachgebiet Bürgerbüro Meldewesen und Wahlen der Stadt Schönebeck informiert, dass am Mittwoch, dem 25. Juni dieses Jahres, das Bürgerbüro in der Friedrichstraße 117 geschlossen bleibt. Der Grund dafür ist eine ganztägige Technikumstellung. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die Öffnungszeiten am Donnerstag, dem 26. Juni, für ihr Anliegen zu nutzen. Der nächste öffentliche Sprechtag des Stadtoberhauptes findet für den Juli am 8.7. von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr statt. Es können Fragen gestellt, Hinweise und Kritiken gegeben werden. Voranmeldungen dafür sind nicht möglich. Außerdem fällt die Bürgersprechstunde im August wegen Urlaub aus. Es wird um Ihr Verständnis gebeten. Oberbürgermeister Bert Knoblauch nahm am 13. Juni dieses Jahres gern die Gelegenheit wahr, 5 Schönebecker Feuerwehren mit der Fluthelfernadel auszuzeichnen. Das Stadtoberhaupt würdigte nochmal die nicht selten bis zur Erschöpfung gehenden Leistungen der Wehren während des großen Hochwassers. Insgesamt wurden 129 Mitglieder aus den Stadtteilwehren Schönebeck, Bad Salzelmen, Frohse sowie aus den Ortswehren Pretzien und Tranis ausgezeichnet. Auch in diesem Jahr lud die Suchtberatungsstelle des AWO-Kreisverbandes Salzland e.V. zum Tag der offenen Tür ein. Interessierte hatten die Möglichkeit, die Räumlichkeiten, das vielfältige Angebot und die Mitarbeiter kennenzulernen. Im thematischen Mittelpunkt des Tages standen die Angehörigen von Suchtkranken. Viele interessierte Besucher nutzten das umfangreiche Informationsmaterial und die Gesprächsangebote mit den Mitarbeitern. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Soweit die Kurznachrichten für die heutige Mittwochsausgabe, sehr geehrte Zuschauer. Nach einer kurzen Werbepause geht es hier unter anderem mit Markus Bauer, unserem Medium der Woche und den Veranstaltungshinweisen weiter. Schurreisen, Ihr preiswerter Reiseanbieter für 4-Sterne-Busreisen in Europa. Besuchen Sie mit uns die größte Talsperre Deutschlands, die Bleiloch-Talsperre. Erfahren Sie bei einer Schifffahrt alles Wissenswerte über dieses imposante Bauwerk. Zum Mittagessen geht es dann nach Ziegenrück, der Perle im Saaletal. In romantischer Umgebung erwarten Sie Köstlichkeiten der traditionellen Küche, insbesondere die bekannten und handgemachten Thüringer Klöße.
Abgerundet wird diese Tagesfahrt durch den Besuch im Wasserkraftmuseum und dem Promenadenfest in Ziegenrück. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Die Salzperle, das neue Stadtmagazin für Schönebeck, ist da. Schick verpackt bietet es Interessantes zum aktuellen Stadtgeschehen, Informationen zu kommenden oder schon vergangenen Veranstaltungen, Tipps und Tricks rund ums Leben, eine Fotogalerie und vieles mehr. Und das alles bekommen Sie kostenlos in vielen Geschäften, aber auch direkt in unserer Geschäftsstelle der Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 in Schönebeck können Sie sich Ihre Salzperle kostenlos abholen. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Weitere Informationen gibt es im Web unter salzperle.de. Und? War etwas für Sie dabei? Weitere Angebote finden Sie unter www.schur-reisen.de. Wir freuen uns auf Sie. Frisuren neu erleben. Das können Sie bei dem Team von Salon Matthias im Breiteweg 54. Denn wir machen mehr aus Ihrem Typ. Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche: Schnitzelfleisch 100 Gramm zu 50 Cent, frische Rippchen 100 Gramm zu 25 Cent, frisches Schweinefilet 100 Gramm zu 1 Euro und gebrühte Schmorwurst 100 Gramm zu 35 Cent. Seit 19 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske. Ich gehe kicken beim Schönebecker SV 1861. Wir gehen ins Konzert zur Mitteldeutschen Kammerphilharmonie. Wir gehen zum Treff zum Schreien. Wir gehen zur AWO Kindertagesstätte. Ob Kultur, Sport oder Soziales, die Erdgas Mittelsachsen GmbH ist für Sie immer ein zuverlässiger Partner. Danke, EMS. EMS, Energie mit Service. Erdgas und Strom sind unser Geschäft. Jetzt anrufen und sparen. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Die Stadtwerke Schönebeck bringen, was Sie brauchen: Strom, Gas, Wasser, Wärme für Haushalte und Gewerbe in Schönebeck und der Region. Immer in Ihrer Nähe versorgen wir Sie aus einer Hand. Kompetent und kundenfreundlich. An 365 Tagen im Jahr. Rund um die Uhr gewährleisten wir Ihre Versorgungssicherheit. Innovativ, transparent und zuverlässig. Trinkwasser, ein streng kontrollierter und wohlschmeckender Durstlöscher in herausragender Qualität. Wohlfühlen garantiert mit unserer komfortablen Wärmeversorgung aus dem Blockheizkraftwerk und dezentralen Anlagen vor Ort. Wir haben die Energie, die Sie täglich brauchen. Ihre Stadtwerke bieten das komplette Rundum-Sorglos-Paket. Persönliche Kunden- und Energieberatung mit dem Service für Messgeräte, Betriebskostenabrechnung und Rauchmelder sind wir Ihr idealer Partner. Unsere Energie für Sie. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, damit jeder Schönebecker weiß, bei uns blühen die Ideen. Der Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Willkommen zurück zum Regionalmagazin am heutigen Mittwoch, dem 18. Juni. Er hat die Stichwahl gewonnen. Die Rede ist natürlich von Markus Bauer. Er ist der neue Landrat für den Salzlandkreis. Auch ihn haben wir zum Interview gebeten und wollten einmal wissen, wie er denn den Wahltag erlebt hat.
Markus Bauer ist Gewinner der vergangenen Stichwahl und damit neuer Landrat des Salzlandkreises. Rückblickend war der Wahlsonntag für den Nienburger Kandidaten ein entspannter Familiensonntag. Der Wahltag war natürlich ein Tag, den wir als Familie erstmal genossen haben. Wir haben nach langer Zeit im Familienrahmen mal wieder zusammen gefrühstückt. Ja, dann habe ich ein paar Sachen präpariert, alles wieder zurückgebaut. Das Auto, was ich hatte als Wahlkampfauto, sauber gemacht, gereinigt und ruckzuck war Nachmittag. Ja, und dann ging es dann noch schon los, dann musste man ein bisschen vorbereiten. Ich hatte meine Eltern eingeladen zum Grillen auf dem Hof und zwei Freunde, die mich unterstützt hatten. Ja, und dann ging es 18 Uhr los, das Wahlergebnis langsam zu bekommen. Ja, und dann hat es sich natürlich bis um 8 gesteigert. Und dann kam doch der eine oder andere schon, auch aus den umliegenden Gemeinden. Die Bürgermeister kamen, war natürlich sehr schön. Und am Ende dann hat mein Herr Papa gesagt, okay, jetzt lade ich alle noch zum Bier in die nächste Gaststätte ein. Ja, und dann wurde da ein bisschen gefeiert. Auch Bauer sieht die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl mit kritischen Augen. Insbesondere die Unterschiede in den einzelnen Regionen. Wahlbeteiligung, das differenziert. Das kommt immer auf die Sache des Betrachters natürlich an. Und da muss man auch gucken, in welchen Bereichen Wahlbeteiligung schlecht war. Ich kann sagen, in dem Ritt, wo ich gebürtig herkomme, wo ich über die Jahre jetzt gearbeitet habe, Nienburg zum Beispiel 45% Wahlbeteiligung. Dann gab es Gemeinden, da waren knapp 30% Wahlbeteiligung. Aber es gab auch Gemeinden, die 9, 11 und 18, 19% hatten. Und da ist natürlich die Frage, erreicht man alle, hat man alle erreicht? Aber mit einem gewissen Abstand kann ich auch sagen, ich habe in den Bereichen natürlich versucht, viele zu erreichen. Ich habe auch Barbie viele erreicht, auch in Kalbe viele erreicht. Staßfurt war natürlich die Wahlbeteiligung gering. Da muss man einfach gucken, was man da noch machen kann. Aber ich kann nicht nur den Politikern hier die Schuld geben, hier ist einfach die Frage auch, wie geht man weiter um mit Wahlbenachrichtigungen. Und da ist natürlich die Frage, wenn ich möchte, dass viel Wahlbeteiligung ist, dann muss man sehen, dass man auch viele benachrichtigt. Und das ist einfach für mich auch ein Credo. Neue Herausforderungen erwarten Markus Bauer als Landrat. Wie bereitet man sich darauf vor und welche Schritte werden gegangen? Ja, die ersten Handhabungen sind erstmal, dass ich den Job, den ich habe, das ist mein hauptamtlicher Bürgermeister, so bearbeite, dass ich auch alles ordentlich übergeben kann. Und das ist ja auch eine Riesenverantwortung und eine Riesenaufgabe. In den nächsten 3,5 Wochen ist nicht viel Zeit. Und wer so ein Management da führt und eine Verwaltung weiß, dass da viel noch in der Abarbeitung ist. Und natürlich jetzt geht es dann auch, das eine oder andere vielleicht schon mal vorzubesprechen. Unser Landrat, der jetzt noch im Amt und Würden ist, möchte ich natürlich auch Gespräche führen, dass man sagt, okay, was kann man absprechen, was ist weiterzuführen, wo muss man gucken, was kann man oder was muss man direkt noch übernehmen, was dann zum Ende zu bringen ist und. Also da gibt es genug Gesprächsbedarf in den nächsten Tagen und Wochen. Als Landrat des Salzlandkreises sollte die Zusammenarbeit und Zusammenführung der kreisbildenden Städte im Fokus der Aufgaben stehen. Also das ist eine wichtige Aufgabe. Ich denke, der Wahlkampf ist gerade 2 Tage her und wer mich kennt, weiß, dass das für mich auch ein Credo ist, dass ich einfach auf das zurückkomme, was Basisdemokratie ist und auch Basisarbeit. Also ich werde mir natürlich versuchen, so viel wie möglich auch im Salzlandkreis unterwegs zu sein, Kontakt zu halten, den ich jetzt gehabt habe, weil ich bin auch sehr dankbar, dass ich viele Leute kennenlernen durfte, ob es in Staßfurt ist, in Schönebeck, auch in meinem Bereich Bernburg, aber auch in Aschersleben. Und da ist es einfach wichtig, den Kontakt aufzubauen und jetzt zu fördern. Das wird für mich eine große Rolle spielen und ich finde es dann für mich wichtig, ich muss nicht und will nicht, sondern das ist mein Job. Ich werde mit allen zusammenarbeiten und das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Auch bei Markus Bauer verlief der Wahlkampf nicht ohne Unterstützung, ob persönlich durch die Familie oder durch Parteimitglieder. Ich hatte ja noch die rein konventionellen Plakate, Pappplakate und da hieß es natürlich viel, viel Arbeit, Handarbeit, die Plakate zu kleben, aber es ist natürlich deutlich günstiger gewesen für mich und das war einfach der Punkt, wo ich mich auch entscheiden musste, mit Budget Haus zu halten. Das ist natürlich auch ein Job und darum auch mein Dank natürlich an meinen Herrn Papa, ja, aber auch viele Freunde, die im Hintergrund mir den Rücken gestärkt haben, die mich immer wieder motiviert haben. Aber auch viele Freunde, die ich kennengelernt habe, ob sie in Ranis waren, aber auch in Schönebeck, die ich nach Jahren oder Jahrzehnten, kann man ja sagen, wieder getroffen haben aus Jugendzeiten. Und das macht Spaß und das ist schön und das, denke ich, auch gewiss dem Motto Begeisterung. Und das macht auch für mich im Job weiterhin Spaß. In knapp 3 Wochen wird es ernst für Markus Bauer. Dann erhält der Salzlandkreis eine neue Führungsperson. Während Markus Bauer die Wahl bereits gewonnen hat, haben Sie die Möglichkeit, hier bei uns noch zu gewinnen. Und zwar diese CD, Aneta, Ihr aktuelles Album, ist unser Medium der Woche.
Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Not being egotistical, but I wanna scoop you up, don't take too long. Yeah, you know I wanna make you crawl, make you scream, and I wanna make you beg for more. Die Sensation ist perfekt. Deutschland hat entschieden. Die diesjährige Gewinnerin der 11. Staffel von Deutschland sucht den Superstar heißt Anita. We could be lions, we could ignite the fire of passion in our eyes. We could be giants, we could be fighters, we could be strong. Auch nach nun mehr als einem Jahrzehnt ist DSDS noch eines der erfolgreichsten Formate für RTL und die mit weitem Abstand erfolgreichste Castingshow in Deutschland. Das Debütalbum der diesjährigen Gewinnerin heißt The One und die gleichnamige Single schoss bereits in der ersten Verkaufswoche direkt von 0 auf Platz 1 der Charts. Das Debütalbum The One von Anita zeigt in 12 brandneuen Songs die ganze Bandbreite ihres musikalischen Könnens. Von Uptempo-Dancefloor-Krachern wie die Nummer 1-Single The One und You Make Me Whole über energiegeladene Mid-Tempo-Nummern wie We Called Be Lions bis hin zu gefühlvollen Balladen wie You Pulled Me to Pieces und Paper Planes and Runaway Trains. Alles getragen von ihrer unverwechselbaren, kraftvollen, berührenden Stimme. Anita nimmt den Hörer mit auf eine Reise, die nun, nach dem Abenteuer DSDS, endlich ihre Reise ist. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Auch heute gibt es wieder eine Gewinnfrage, damit Sie diese CD gewinnen können. Die Frage lautet wie folgt. Das wievielte Jubiläum konnte denn die Bäckerei Schwarz am Pfingstwochenende feiern? Wenn Sie die richtige Antwort haben, ran ans Telefon, die 405770 gewählt oder eine E-Mail an info@elmemedien.de. Gern können Sie uns auch persönlich hier in der Bahnhofstraße 5 besuchen und uns Ihren Lösungsvorschlag nennen. Wir machen weiter mit den Veranstaltungshöhepunkten der kommenden Tage und Wochen hier in der Region Schönebeck. Das E-Center Schönebeck bekommt am 19. Juni wieder prominenten Besuch. Dieses Mal ist die Gruppe One Man's Treasure zu Gast, um ihre Fans mit einem Kurzauftritt zu begeistern. Am 30. Mai erschien das zweite Album Revolution. Natürlich gibt es nach dem Kurzauftritt auch wieder eine Autogrammstunde. Kommen Sie vorbei und erleben Sie ab 17 Uhr One Man's Treasure live. Bei Greenline in der Party Lounge in der Magdeburger Straße 161 sind am 21. Juni dieses Jahres alle Musikfans der 80er, 90er und der aktuellen Partyhits herzlich willkommen. Ab 19 Uhr sorgen DJ Felix Fresh und das Live-Saxophon bei G-Mar für die passende Stimmung. Als kleines Extra wird an diesem Abend das Deutschlandspiel gegen Ghana übertragen. Karten für diese Veranstaltung gibt es nur im Vorverkauf und diese kosten 5 Euro. Bereits zum 6. Mal lädt der Breziner Feuerwehrförderverein zum Steinhafenfest. Gefeiert werden soll am Wochenende des 21. und 22. Juni. Wie gewohnt auf dem Gelände des Breziner Steinhafens. Geboten wird ein buntes Rahmenprogramm für Jung und Alt, welches jeweils um 10 Uhr beginnt. Wie auch in den zurückliegenden Jahren ist der Eintritt für diese Veranstaltung kostenfrei. Wenn Sie mehr zum Event des Breziner Steinhafenfestes erfahren möchten, dann schauen Sie doch auch im Internet unter www.prezin.de vorbei. Am Dienstag, dem 24. Juni um 16.30 Uhr öffnet das Angehörigencafé in den Räumen der Städtischen Wohnungsbau GmbH in der Wilhelm-Helge-Straße 259 für Angehörige von demenziell Erkrankten wieder die Türen. Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung steht das Thema Biografiearbeit bei Demenz, Bilder der Erinnerung. Als Referentin steht Ihnen an diesem Tag Frau Conny Kern vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Schönebeck e.V. zur Verfügung. Bei Bedarf wird die Betreuung der an Demenz Erkrankten sowie ein Fahrdienst organisiert. Aufgrund der begrenzten Platzkapazitäten wird um eine telefonische Anmeldung gebeten. Die Anmeldung erfolgt bitte über das Büro der Bürgerstiftung unter der Telefonnummer 03928 786 212.
Am Samstag, dem 28. Juni 2014, findet in der St. Johanneskirche im Schönebecker Stadtteil Bad Salzelmen in der Zeit von 9 bis 16 Uhr wieder ein großer Flohmarkt statt. Angeboten und angekauft werden zum Beispiel alter Hausrat, Münzen, Auszeichnungen, Bilder, Postkartenbücher und Spielzeug, aber keine Neuware. Informationen bekommen Aussteller unter der Telefonnummer 03928 40 32 67. Die Opernzeitreise führt das Publikum im Sommer 2014 an die Schauplätze Jerusalem und Babylon, zur Zeit 586 v. Chr., als der biblische Herrscher Nabucco König Babylons war. Große Schaueffekte, imponierende Kulissen, prächtige Kostüme und magische Gesänge – so präsentiert sich die Neuinszenierung der Oper Nabucco. Erleben Sie ein kulturelles Highlight in höchster Qualität und lassen Sie sich von 100 Mitwirkenden verzaubern. Gehen Karten für das Monumental Open Air Nabucco erhalten Interessierte an allen Vorverkaufsstellen unter der Telefonnummer 01806 57 4x0 sowie online auf www.opernfestspiele.de. Am 10. August 2014 wird dafür gesorgt, dass niemand farblos nach Hause geht. Während ausgewählte DJs für eine super Stimmung sorgen, wird stündlich der Countdown eingeläutet, bei dem das Farbpulver auf die begeisterte Menge herabrieselt. Um die Farbe optimal in Szene zu setzen, wird weiße Kleidung empfohlen. Das älteste und freundlichste Fest wird zum Sommertrend des Jahres. Die Rede ist natürlich vom Holi Festival. Der Elbe-Kanal verlost zusammen mit der A&O Pyro Games GmbH 3x2 Freikarten für dieses Event. Wenn Sie beim Festival der Farben dabei sein möchten, dann rufen Sie jetzt an unter 03928 405770 und sichern sich Ihre Karten für das farbenfrohe Fest im Sommer 2014. Zwei Veranstaltungshinweise möchte ich Ihnen an dieser Stelle ganz besonders noch einmal darstellen. Und zwar einmal die große Party-Lounge bei Greenline. Das Ganze am kommenden Samstag, dem 21. auch zum Fußballspiel der deutschen Jungs zur Fußball-WM in Brasilien. Also diese Veranstaltung sollten Sie auf alle Fälle besuchen. Oder aber das Steinhafenfest in Prezin. Auch dort wie wieder allerlei geboten für die Besucher und auch die Zuschauer. Neben den Veranstaltungen ist natürlich auch das Wetter immer ganz, ganz wichtig bei diesen Veranstaltungen. Wie denn das Wetter in den kommenden Tagen wird und ob es zum Wochenende trocken bleibt, das sehen Sie jetzt hier bei uns. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Die kommenden Tage zeigen sich überwiegend wolkig bis bedeckt. Zeitweise kann es auch mal etwas regnen. Das Ganze mit Maxiwerten von bis zu 19 Grad. Am Donnerstag geht's dann auch schon los. Die Werte erreichen maximal 19 Grad. Dennoch ist der Himmel überwiegend bedeckt und in den Abendstunden sind eventuell ab und an auch leichte Regenschauer drin. In der Nacht liegen die Werte dann bei 14 Grad und auch hier ist es bedeckt. Ähnlich wie der Vortag kommt auch der Freitag daher. Hier ist die Regenwahrscheinlichkeit sogar noch etwas höher. Mit 17 Grad in den Mittagsstunden erwartet uns immer wieder mal leichter Regen. Das lässt dann aber bei einem wolkigen Himmel in den Abendstunden nach und die Werte gehen dann nochmal einen Grad rauf, nämlich auf 18 Grad. Ja, und die Nacht zeigt sich dann mit 13 Grad bei einem bedeckten Himmel. Bleibt noch der Samstag und der verhält sich eigentlich genauso wie der Freitag. Am Samstagmittag erwarten uns mit recht hoher Wahrscheinlichkeit vereinzelt leichte Regenschauer. Zum Abend werden dann Höchstwerte von bis zu 18 Grad erreicht. Auch hier wird es wolkig sein und in der Nacht 13 Grad bei einem wolkigen Himmel. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Mit diesen überwiegend positiven Aussichten möchte ich mich natürlich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Freitag 18 Uhr, dann hoffe ich, haben Sie wieder eingeschaltet, denn dann gibt es neue Informationen hier aus der Region. Bis dahin machen Sie es gut, Ihr Christian Kolber.